Nachdem wir im letzten Video darüber gesprochen haben, wie es zu Muskelverkürzungen kommen kann und welche Rolle das Nervensystem und die Muskelspindeln dabei spielen, soll es im heutigen Video darum gehen, wie man diese Muskelverkürzungen wieder auflösen kann, was man dagegen tun kann. Und dazu kann man einmal die Faszienrolle nutzen. Das heißt, der Muskel, der nicht beweglich genug ist, der die Spannung nicht komplett nachlässt, der wird mit der Faszienrolle abgerollt. Das heißt, da langsames, intensives Abrollen für ca. eine Minute führt dazu, dass die Spannung im Muskel erstmal höher wird. Wenn ich über den Muskel drüber rolle, nimmt die Spannung der Fasern zu, ohne dass der Muskel bewegt wird, ohne dass die Länge sich großartig verändert. Durch diese Spannungszunahme werden Golgi-Sehnenrezeptoren aktiviert. Golgi-Sehnenrezeptoren sind Spannungsmesser im Muskel, also die messen nicht die Länge bzw. die Dehnung, wie zum Beispiel der Muskelspindelrezeptor, sondern einfach nur die Spannungszunahme. Wie hoch ist die Spannung im Muskel? Und wenn die intensiv aktiviert werden, dann sorgen die wiederum dafür, dass die Anspannung des Muskels gehemmt wird. Also die hemmen quasi das Neuron, den Nerv, der dem Muskel sein Aktionspotenzial, also seine Aktivierung verpasst. Das heißt, eine halbe Minute bis Minute rolle ich über den Muskel drüber, der in seiner Spannung zu hoch ist, der verkürzt ist. Und danach kann ich den Muskel wieder endgradiger bewegen, sollte das dann aber auch beüben. Das heißt, ich sollte dieses neue Bewegungsausmaß dann auch in Form von Übungen und in Form von Aktivitäten nutzen, weil sonst geht mir das relativ schnell wieder verloren. Weil sich dann eben, wenn ich danach nichts verändere, dann wird der Zustand von vorher eben sich wieder herstellen und sich wieder einstellen nach kurzer Zeit. Eine zweite Variante neben der Faszienrolle wäre das sogenannte postisometrische Relaxation bzw. Contract Relax. Da geht es darum, am Beispiel des Brachialis, also dem eingelenkten Muskel, der den Ellbogen beugt, dabei gehe ich hin und gehe in die maximale Dehnposition, die funktioniert. Gehen wir davon aus, ich komme jetzt nicht weiter aufgrund meiner zu starken Aktivierung der Muskelspindelrezeptoren und dadurch in der ständigen Gegenspannung des Muskels, gehe ich in die Position und spanne jetzt den Muskel in der Position isometrisch an. Das heißt, ich will den Brachialis isometrisch anspannen, also ich halte die Hand hier gegen und versuche jetzt den Ellbogen zu beugen. Das halte ich etwa 10 Sekunden, dann lasse ich die Spannung langsam locker und versuche, soweit es geht, weiter in die Bewegung zu gehen und so weiter zu dehnen. Das Ganze kann ich 3 bis 5 Mal machen. Und was passiert dabei? Auch dabei wird die Spannung auf die Fasern stark erhöht. Das heißt, wieder viel Aktivierung der Golgi-Rezeptoren, die wiederum hemmen dann die Aktivierung des Muskels, sodass ich danach weiter bewegen kann. Und das Ganze führt dann dazu, dass ich eben meinen Muskel wieder endgradiger bewegen kann, dass ich mein Gelenk dadurch wieder endgradiger bewegen kann und dass ich halt dieses neue Bewegungsausmaß nutzen kann. Wie schon gesagt, es geht vor allem darum, das Bewegungsausmaß dann auch im Sinne von Übungen oder von Aktivitäten zu nutzen, dass das Nervensystem sich wieder an die neue Länge und diese neue Längentoleranz gewöhnt. Und ein zweiter Mechanismus, der dadurch ausgelöst wird, ist nicht nur, dass der Muskel bzw. die Golgi-Sehnenrezeptoren Spannung wahrnehmen und auf Spannung kommen, sondern auch die umliegenden faszialen Strukturen, das heißt die Myofaszie, die einzelnen faszialen Hüllen, die Muskelfaser und so weiter, nehmen sowohl bei der Stretch-Relax bzw. bei der postisometrischen Relaxation als auch bei der Faszienrolle vermehrt Spannung wahr. Die nehmen das über die Ophini-Körperchen wahr. Das sind die Rezeptoren der Faszien, die Spannung wahrnehmen. Und eine starke Aktivierung der Ophini-Körperchen sorgt einerseits dafür, dass das sympathische Nervensystem runterfährt. Das hatten wir in einem anderen Video schon mal besprochen. Und sorgt andererseits dafür, dass direkt diese Gamma-Aktivierung, das heißt die Aktivierung der blauen Fasern, der Muskelspindelfasern, dass die direkt gesenkt wird. Das heißt, dass auch die Muskelspindel nicht mehr so vorgespannt ist, sondern lockerer lässt. Auch dann kann ich mich wieder besser bewegen, kann ich mich wieder endgradiger bewegen. Das ist im Endeffekt der Mechanismus, wie unser Nervensystem unsere Muskeln verkürzt, beziehungsweise die endgradige Bewegung unserer Muskeln nicht mehr zulässt. Ein weiterer Mechanismus, wie der Muskel in seiner Beweglichkeit eingeschränkt werden kann oder wie er daran einschränkt, haben wir im Triggerpunkt-Video schon besprochen.
Und zwar die Energiekrise Muskel, die dann dazu führt, dass eben die Sacken mehr nicht mehr komplett locker lassen. Oder eine weitere Idee ist noch, dass die Faszie sich in ihrer Beweglichkeit einschränkt, wobei dieser Bereich noch in der experimentellen Forschung ist, sodass man da noch nicht ganz klar sagen kann, was passiert da eigentlich und vor allem welchen therapeutischen Einfluss habe ich darauf. Aber mit diesem Thema wollen wir uns in einem der nächsten Videos auch nochmal etwas beschäftigen, wie die Faszie in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt wird und was man dagegen tun kann. Bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Tag.